Moin Moin, herzlich alle und willkommen zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp 30. Spieltag. Spielstand steht wie immer unten. Ja, zweite Liga, so langsam neigt sich das dem Ende zu. Wer wird Meister? Wer wird ausfliegen? Wer wird dabei sein? Los geht's mit meinen neuen Tipps. Das erste Spiel, was am Freitag stattfinden wird, ist zwischen dem 1. FC Nürnberg und den SV Sandhausen. Ja, Nürnberg, da klappt das momentan wieder mal nicht. Jetzt gegen Sandhausen. Ich denke mal, dass es diese Begegnung ein 1:0 für den SV Sandhausen sehen wird, der Kai tippt auf einen Nürnberger Sieg, auf ein 1:0 für Nürnberg. So, und so schnell kannst du natürlich mal andere Ergebnisse haben. Ja, ihr habt gemerkt, am letzten Spieltag, oder besser gesagt, in der ersten Bundesliga waren die Tipps sehr ähnlich. Ich habe noch nicht mal abgeguckt und er auch nicht. Wir haben noch nie mal drüber gesprochen. Aber anscheinend haben wir mittlerweile auch sehr ähnliche Tipps. Aber das ist mal was völlig anderes. Ich denke mal, dass Sandhausen gegen Nürnberg zumindest besser spielt jetzt wieder, weil es ist ja so eine Konstanze bei Sandhausen nicht drinne. Und ich denke mal, dass das tagesbedingt ist und dementsprechend gewinnt Sandhausen ganz knapp mit 1:0. Das nächste Spiel ist zwischen Bochum und Kaiserslautern. Ja, Bochum, ja, kaum lobe ich sie, geht's abwärts. Es ist einfach so. Jetzt gegen den ersten FC Kaiserslautern könnte es jetzt besser laufen. Ich sag nein, Kaiserslautern spielt um den Aufstieg und wird auf jeden Fall Bochum besiegen. Und das mit einem knappen 2:1, denn Bochum spielt momentan ständig 2:1. Ob sie jetzt nun führen oder zurückliegen. Gegen 1860 München zum Beispiel Führung und dann war auf einmal irgendwie die Luft raus. Auch mal leicht bleibt das bei Kaiserslautern nicht so. Der Kai tippt auf ein Unentschieden auf ein 1:1. Das nächste Spiel ist ein Aufsteigerduell. Ja, auch am 30. Spieltag ist es immer noch. Zwischen Leipzig und Darmstadt 98, beide in der letzten Saison in der dritten Liga gewesen, heute zutage in der ersten Liga würden sie gerne sein, aber wahrscheinlich wird es nur Darmstadt 98 schaffen. Leipzig würde ich mal nicht davon mehr ausgehen, dass die aufsteigen, auch wenn sie Punkte geholt haben gegen Kaiserslautern, aber es hätten auch drei sein können. Ne? Es hätte, aber das war ein 1:1 Unentschieden. Darmstadt, boah, mal gucken, wie es so sein wird. Ich denke mal, dass dieses Spiel auch ein Unentschieden sein wird, weil ich denke, dass beide Teams alles geben werden. Aber irgendwie klappt es nicht mit dem zweiten Tor. Der Kai tippt auf einen Darmstädter Sieg, ein 1:0. Ja, falls ich es nicht gesagt habe, meiner ist 1:1. Das nächste Spiel, erste Samstagspiel, ist zwischen Karlsruhe und Fürth, ja, das schneide ich mal jetzt nicht raus. Normalerweise schneide ich immer dann sowas raus, wenn man so leichte Unsicherheit hat. Aber andersrum passt es schon fast zu Fürth. Die sind ja momentan so unsicher wie eben ich. Also es war echt, es ist komisch. Also, was soll man jetzt dazu sagen? Also, ich denke mal, dass Karlsruhe das Ding locker leicht gewinnt. Also dafür, dass sie um den Aufstieg spielen. Und Fürth eben halt nicht die Saison da, die Saison abhaken, möglichst klasse halten und dann kann man nächste Saison wieder angreifen. Karlsruhe gewinnt 3:1, der Kai tippt auf einen 2:0-Sieg für Karlsruhe. Das nächste Spiel ist das Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1860 München. Ich habe jetzt auch den Wurm drin. Ja, bei der Fortuna ist auch momentan der Wurm drin, also irgendwie ist das eine geniale Überleitung. Also, da ist auch momentan der Wurm drin. Bei 1860 München, da hat jetzt das Letztes gewonnen mal wieder gegen die Bochumer. Damit haben sie zumindest wichtige Punkte gegen den Abstieg geholt. Ja, bei Fortuna, ich weiß nicht. Also, da ist momentan Fortuna woanders wahrscheinlich. Bei dieser Begegnung würde ich echt deswegen, gerade deswegen, auf ein 0:0 tippen, weil wenn du vom Pech verfolgt bist, dann passieren dir auch keine guten Tore. Der Kai tippt auf ein 1:0 für Fortuna Düsseldorf. Das nächste Spiel ist zwischen Union Berlin und den FC Ingolstadt. Ich denke mal, dass Ingolstadt das Spiel gewinnen wird mit einem 2:1. Der Kai tippt auf einen 1:0-Sieg für Ingolstadt und das würde fast schon bedeuten, dass der Aufstieg fast schon sicher ist, aber halt nur fast. Fast ist eben nicht ganz und das ist der Punkt manchmal, wenn du
eben nicht den goldenen Punkt machst oder besser gesagt deine Konkurrenten immer wieder punkten, dann darfst du dich auch nicht wundern. Das nächste Spiel ist zwischen Frankfurt und Aalen. Ja, Frankfurt und Aalen. Das ist auch eine schwierige Sache, zu sagen, wer jetzt da gewinnt, weil beide zwischendurch mal richtig gute Phasen haben und dann wiederum mal so gar nicht. Dementsprechend habe ich da ein 1 zu 1 unentschieden, weil ich weiß nicht, wie ich die einschätzen soll. Also das ist auch so eine Sache, so eine tagesformbedingte. Also in der zweiten Liga ist oft tagesformbedingt und ja, der Kai tippt auf ein 1 zu 0 für FSV Frankfurt. Kommen wir nun zum nächsten tagesbedingten Spiel, nämlich Heidenheim gegen Pauli. Ja, auch tagesbedingt. Es ist einfach so, dass der FC St. Pauli zwischendurch mal richtig gut spielt und dann wieder total Katastrophe. Das hat man jetzt in den letzten Spielen auch immer mal wieder gesehen. Da läuft es mal gut und dann am nächsten Spieltag, wo du dir denkst, oh, jetzt haben sie den Trip gefunden, dann läuft es wieder schlecht. Ja, und dieses Mal gegen Heidenheim. Ich denke mal, dass dieses Spiel ein 1 zu 0 für Heidenheim sein wird, weil ich denke, dass genau dieser Trend, dieses ja, super und dann wieder, oh, scheiße, weiterläuft. Und der Kai tippt auf ein 0 zu 0. Das letzte Spiel, Montag, zwischen Braunschweig und Erzgebirge Aue. Jo, jo. Beide sehr ähnlich, zumindest von ihren Zielen her. Die einen wollen den Aufstieg, die anderen wollen gegen den Abstieg spielen. Besser gesagt, wollen die Klasse halten. Ob sie es wollen oder nicht, ne? Also, ne, ihr wisst Bescheid. Ich denke mal, dass Braunschweig das Spiel gewinnen wird mit einem 2-1. Der Kai tippt auf ein 2-0. Ich denke aber trotzdem, dass Aue auf jeden Fall kämpferisch in diesem Montagsspiel agieren wird, denn diese Punkte können enorm wichtig sein, weil erst recht, weil man, wenn man sieht, die anderen Ergebnisse, da müssen Punkte her. Ich denke, wie gesagt, Braunschweig gewinnt, weil, wenn man sich die anderen Ergebnisse anguckt, ne? Deswegen. So, dann noch meine Tipps für den 30. Spieltag. Ihr könnt eure Tipps wieder in der Tippgruppe abgeben oder auch woanders. Ja, in der Tippgruppe wäre es natürlich am sinnvollsten, da sehe ich sie am ehesten. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder am 31. Spieltag der ersten Bundesliga. Und ich überlege mir jetzt die nächsten Tage, ob ich die zweite Bundesliga dann nächste Saison auch mache, weil ich glaube, so tagesformabhängige Tipps sind, glaube ich, immer ziemlich schwierig. Bis zum nächsten Mal und tschüss.